Was wir hier diesmal in der Schüssel sehen, ist nicht etwa Schimmel, auch wenn es so grün ausschaut. Nein, es ist Pudding. Pudding extra für Zwerggarnelen. Das sind feste Klümpchen, die dann einfach ins Wasser eingelassen werden. Ich habe das dann halt in dieser Schüssel drapiert. Das löst sich dann auf und das Schöne an dem Zeug scheint zu sein, es zieht die Garnelen magisch an, aber die Schnecken interessieren sich anscheinend überhaupt gar nicht dafür. Was ganz gut ist, weil dann können die Garnelen untereinander um das Futter kämpfen und haben nicht auch noch die Schnecken im Weg. Und das ist auch viel leichter auch für die jungen Garnelen, die bald da sein werden. Es ist leicht zu essen für die. Müssen sie nicht erst auseinanderschrubbeln. Und da können die ganz entspannt drin sitzen und sich ihren Pudding gönnen.